Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen weiteren Vorschlag von euch. Und zwar YouTube-Kacke. Albertos Suselgeschichte. Auch schon wieder ein sehr, sehr wilder Titel. Das Ganze wieder von Galileo. Ja, wir haben zwar gar nicht Spooktober, aber zurzeit kommen echt viele Suselgeschichten raus anscheinend. Deswegen habe ich mir Stefan dazu gepackt. Wir sind ja große Fans von Suselgeschichten. Und wir gehen direkt rein in das neue Video von Galileo. Let's go. Warnung. Ich wollte gerade sagen, es kommt gar nicht mehr der frühere Disclaimer, den er mal hatte. Weißt du, das war ja diese Marcel Davis-Stimme, die das vorgelesen hat. Ja, stimmt, warum nicht? Ohne Witz, Albertoson, die Hamburger Hänger, der COD4, Modern Warfare, ein Sound. Ich will doch nur spielen. Ja, Mann. Oh mein Gott. Und ich habe dem sowas zu verdanken. Ich muss jetzt mal ganz kurz random. MW3, ja. Die Dome-Taktik, bei Suchen und Zerstören die Dome-Taktik als Angreifer. Ja. Und die Angreifer-Taktik, die 5 gegen Willi-Taktik auf Village. Wir haben alle CWs damals gewonnen wegen dem seiner Taktik. Wirklich, grüße ihn raus. Digga, Alter, ohne Witz, seine Songs damals, die waren so stark, Alter. Die waren so stark. Junge, ich habe mich durch ihn so verliebt in CODMW. Das war so geil damals, no, so, ich habe das so heftig gesuchtet. Geil. Ja, geil einfach. Ich hab gehört, ihr mit Nazi-Geschichten. Okay. Digga, was ist da los? Kurz mal ein Eis gesnackt. Ich finde es auch krass, wie Alberto auch einfach komplett gedippt ist. Also, er hatte mal irgendwie vor ein paar Monaten oder so mal ein Video rausgebracht, tatsächlich auch mit vielen alten Gesichtern so, auch mit sogar Flying Uwe und so weiter waren dabei. Aber seitdem auch wieder komplett gedippt, ne? Ich frage mich, was der heute macht. Ja, der hat ausgesorgt und der zockt wahrscheinlich immer noch die alten CODs und spielt und isst Chicken Wings nebenbei, ich weiß nicht. Digga, ey, wirklich so, diese Videos... Albert und O damals, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so geil. Das war so eine geile YouTube-Zeit. No joke, war übergoated. Sie handelt von einem Jungen, der sich schon seit seiner Kindheit einen Nazi in einem goldenen Käfig wünscht. Keiner weiß warum. Aber hey, wir haben doch alle verrückte Menschen. Hey, du Scheißaffe. Aber meinte ich. Digga. Ich glaube auch, Digga. Ja, das ist ein bisschen mit zu viel Hass gesagt, auch vor allem. Junge, das Video ist ja auch wirklich komplett wild. Das Originalvideo müsst ihr mir dazu mal anschauen. Naja, okay. In der Nacht zu seinem 18. Geburtstag passierte Folgendes. Okay. Digga, so war mein 18. auch. Er kachte um Punkt 0 Uhr auf seinem Nachttisch. Es war duster. Digga, diese Soundeffekte, ne? Die sind verrückt. Ja, ist zu viel. Die sind auch eins zu realistisch, Imo. Ja. Hunde in der Ferne. Naja, er guckte auf sein Schwanz und dort lag ein Zettel von 1-1. Dort stand drauf: Du Scheißaffe, geh vor die Tür und fick deinen Vater. Okay, das klang ziemlich viel. Das war mir eine Nummer zu hart. Ich hoffe, du freust dich. Liebe Grüße. Meister Dachmens. Er ging raus. Naja, auf jeden Fall. Er stieg ein und dachte sich. Er ruft mal schon ab. Ein und dachte sich. Naja, eigentlich wollte ich doch einen Nazi irgendwo in den Käfig. Aber egal. An Lenkrad klebt ein Zettel. Dort stand drauf. Mein Sohn, das hier. Ist noch gar nichts. Der Sohn fuhr los. Was ist für ein Auto? Das ist ein modifizierter GTI, sage ich. Das ist ein alter Sprinter. Das ist irgendein Vito oder so, Alter. Ja, Mann, ey. Es war duster und er da ist. Also macht er das Radio. Ey, schreibt mal bitte den Radiosender, auf dem so eine Musik läuft, in die Kommentare. Ich würde nämlich auch gerne mal wieder gute Musik hören. Lol. Egal, ich mach's wieder an.
Digga, ist das Video schon so alt, dass das seine alten Beatbox-Videos sind? Die habe ich mir auch mal vor. Überleg mal, der muss so, der sieht da noch ziemlich jung aus, außer der ist einfach nicht gealtert. Ich weiß nicht, kann auch sein. Ja, okay, fair. Das kann schon sein. Das stimmt, der ist ja auch damit so übelst big gegangen, als er damals bei das Supertalent war, ne? Ja, das stimmt, ja. Da habe ich den auch so richtig dann auf der Map erst gehabt. Es ging wieder aus. Und er hörte den U. Er drehte sich um. Ja, das war mal wieder der normalste U. Hinter ihm sah eine weiße Gestalt. Digga, wirklich, ich glaube an der Stelle, er verliert es. Lil Bro verliert es komplett. Ich glaube, er hat es noch gar nicht gehabt. Ja, okay, gut, fair. Er fuhr los. Es fing an zu regnen. Aber irgendwann erreichte er. Digga, das war übelst der die Stimmen Shizu-Emote auf Twitch, ey. Ziemlich weit im Wasser drin. Ein riesiges, stinkendes Stück Scheiße. Also jetzt wird's richtig creepy. Das kann kein Zufall sein. Das kann halt faktisch gesehen kein Zufall sein. Er lief bis zum Haus. Macht die Tür auf. Und stand in einem Raum. Dort war nichts. Nur am Ende des Raums stand ein Tisch. Shit. Und dort war ein Nazi in einem goldenen Käfig. Er freute sich. Ging hin und sah, dass vor dem Käfig ein Junge saß. Er sagte, egal was du tust, egal was du machst und egal was passiert, du kannst alle nachmachen mit dem Namen, wirklich alle nachmachen. Sage niemals in seiner Gegenwart, sie kann ihn. Er dachte sich, fick dich, mir ist es egal, scheiß drauf. Sie kam ein. Der Nazi rastete aus. Fickte den Käfig kaputt und sprang auf. Digga, sorry, was? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, er verlässt aktuell, er ist gerade auf dem Weg dabei, das Reich der Vernunft zu verlassen. Digga, was ist denn? Digga, er fegte den Käfig kaputt, das ist auch ein wilder Call. Also, das ist halt wirklich verrückt. Der Junge kriegte Panik. Er lief zurück zu mir. Er ruft nach Schuhe. Er kam am Ufer an, stieg in den Ferrari, fuhr quer, fuhr, er kam zu Hause an, er ging zum Rhein, schnell, Junge, wirklich Alberto, bleib bei den COD-Videos. Bleib bitte bei den COD-Videos, das ist ja wirklich krank, was hier gerade vor sich geht. Er lag unter dem Bett. Woher wusste er, dass das die Füße von Marcel Davis waren? Aber ich denke, das erkennt man. Glaubst du, wenn Marcel Davis Füße vor dir sind, dann erkennst du sie? Ja, ich denke okay. schon. Okay, kann schon sein. Er hat wahrscheinlich so Schuhe an, die aussehen wie kleine DSL-Modems. Das würde Sinn machen. Ey, wir lachen jetzt, aber man weiß nie. Ey, keiner weiß. In den Werbungen wurde nie seine Füße gezeigt. Ja gut, wahrscheinlich actually schon, aber... Ja, seine Füße nicht. Vielleicht seine Schuhe, aber seine Füße doch nicht. Ja, okay, gut. Checky. Wer weiß. Checky. Guck dir nach links. Und nach rechts. Er sah nichts. Ging in die Küche.
Massendorfens stand genau hinter ihm, guckte in die Augen. Sein Herzschlag. Ey, ohne Witz, ich glaube, ich habe langsam das Gefühl, man muss einfach zum Beatboxen geboren sein. Ich könnte das so nicht. Nee. Auf einmal kam er direkt auf ihn zu und machte... Boah, wieso? Okay. Digga, ist das verrückt. Also ich wusste tatsächlich schon wieder nicht ganz, wo wir gerade hinwollen. Das war so eine drückende Stimmung von der Geschichte, aber zwischendurch wurden da mal wieder so Späßchen eingeworfen. Und dann kam wieder der Umschwung und dann kamen die Füße von Marcel Davis und dann, also verstörend, was wir hier erleben. Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr. Für S-Punkt. Ist das hier ein Rätsel, dem wir auf der Spur sind? Ey, ich find's geil, dass Galileo wieder mal hin und wieder Videos rausbringt, muss ich ehrlich sagen. Also Kuss geht raus an den Bruder, deswegen haut auf jeden Fall bei ihm die Abonnements nochmal in ein anderes Level. Lasst da Liebe da, lasst da ein Like da. Ich habe euch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich selber den Liken, Abonnement, einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne deine Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Das war mir eine Nummer zu harsch.